Ja, man kann, glaube ich, unschwer erkennen, was heute hier auf dem Programm steht. Ein neuer Selbstversuch, dieses Mal Golf. Ich bin im Märkischen Golfclub Potsdam und habe heute einen Trainer an der Seite, den Philipp. Der wird mir versuchen, mal das Golfen etwas näher zu bringen. Und ich bin wirklich gespannt, wie ich mich schlage. Ich freue mich auf das gemeinsame Training. Legen wir los. Supi! Der gute Golfer versucht also, so wenig Schläge wie möglich zu machen und das immer eben bestehend aus diesen drei Schlagarten, und genau die drei werden wir jetzt auch gleich trainieren. Wir spielen nur die Bahn sozusagen im Training genau rückwärts, das heißt, wir fangen mit den kleinsten Schlägen gleich für dich an, mit dem Putten, gehen dann ein bisschen weiter vom Grün weg, spielen die Annäherungsschläge und würden dann eben noch weiter weggehen und dann eben die langen Schläge gemeinsam trainieren. Damit man das nicht alles auf dem Platz machen kann, sondern damit das Training ein bisschen effektiver ist, gibt es dann eben auf dem Golfplatz verschiedene Übungsbereiche. Das heißt, für jede von diesen einzelnen Spielsegmenten sozusagen haben wir einen Übungsbereich. Das heißt, wir werden gleich zuerst zum Puttinggrün laufen, da eben Putten üben, gehen dann zu der sogenannten Kurzspiele-Area, trainieren da eben die Annäherungsschläge und dann machen wir auf der Driving Range hinterher die langen Schläge. Super, ich bin motiviert. Okay, gut, bin gespannt. Der Puttschlag ist also der kleinste Schlag im Golf, bei dem ich eben nur in Form von so einem Pendel hin und her praktisch schwinge. Ob ich heute noch einen Ball ins Loch mache, ich weiß es nicht. Letztendlich ist hinterher die größte Schwierigkeit eigentlich das Geschick, die richtige Dosierung zu finden. Dadurch, dass du normalerweise nicht, wie wir es jetzt machen, mehrere Putts spielen darfst, sondern dass du sozusagen auf Anhieb die Länge einschätzen musst und dann auch Anhieb auch den richtigen Schlag spielen musst, ist also diese Zuordnung sehr, sehr wichtig, dass es einem gelingt, sofort eine bestimmte Distanz und eine bestimmte Steigung oder ein bestimmtes Gefälle praktisch sozusagen mit einer bestimmten Bewegungskraft zu verbinden. Also mein Golferauge hat analysiert, es geht etwas bergauf. Das muss ich einberechnen in meinen Schlag. Putten, ne? Also da brauchst du wirklich Ruhe. Wenn der Ball nämlich so am Loch vorbei glitscht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich da ausrasten würde, wenn da wirklich so ein Spiel auf dem Spiel steht. Auf zum nächsten Übungsplatz. Was wir jetzt brauchen, ist aus dieser kurzen Distanz der sogenannte Chip and Run. Chip steht für das kleine Fliegen des Balls. Das ist jetzt noch kein Riesenbogen oder sowas, sondern wirklich letztendlich nur ein kleiner Hüpfer, der sozusagen das Raue, was wir rollenderweise nicht kalkulieren können, im Flug überbrücken soll. Der Putter stand sehr aufrecht, das heißt, das passt dann mit der Hand. Drehung nach vorne, ja. Nee, der war doof. Der war wieder mit hier getroffen. Ah, ich mache so und nicht so, genau. Nächster Schritt praktisch in Richtung voller Schwung, also das, wo wir am Schluss hin wollen, um wirklich lange Schläge zu machen, wäre dann der Pitchschlag. Dazu müssen wir aber ein bisschen weiter. Okay. Ja, also es ist ein bisschen warm, aber konditionsmäßig geht's noch. Aber es ist wirklich sehr heiß heute. Jetzt brauchst du eben von hier einen Schlag, der erstens länger fliegt. Das heißt, wir brauchen schon mal einen größeren Schwung. Zweitens, der höher fliegt, weil wenn er höher fliegt, fällt er steiler runter. Und weil er steiler runterfällt, rollt er eben weniger sozusagen. Dieser Schlag nennt sich dann eben Pitch. Ja, und durch die Strecke erreichst du mehr Schwung. Du drehst natürlich dann wieder runter. Ja. Der war auch mehr hier getroffen. Ich kann gar nicht genau sagen, ob jetzt einer von den beiden Schlägen einfacher war. Sie hatten beide so ihre Schwierigkeiten. Also bei dem großen Annäherungsschlag
bei dem Huhn, das war natürlich schwierig, wenn du so viel ausholst, dann auch den Ball richtig zu treffen. Man muss total darauf achten, dass man beim Ausholen nicht hochkommt, weil sonst trifft man nicht oder nicht zu weit runter. Das ist wirklich schon schwierig gewesen. Bei dem flachen Annäherungsschlag war es auch irgendwie schwierig. Also es ist wirklich nicht so einfach, wie man denkt. Auf geht's zu den langen Schlägen. Warte, irgendwie. Oh. Schon wieder aber den Fuß so, ne? Es ist schon ein bisschen komisch. Du siehst also, dein erster Schlag, den du gemacht hast, war 45 Meter weit im Flug. Das ist schon nicht schlecht. Insgesamt ist er auf 86 Meter dann ausgerollt, weil er noch relativ flach war, rollt er also hinterher noch relativ lang. Hat keiner gesehen, Also noch nicht perfekt, aber 73 Meter. Wo ist er? Gucken wir da. Also ein 18-Loch-Platz, der dauert so 4,5 bis 5 Stunden. Leute, die mich hier verfolgt haben, wissen natürlich, dass ich viel unterwegs bin, auch mit meinen Pferden und alles. Deswegen der Zeitaspekt, der könnte kritisch werden, aber so an sich ist es schon eine Sportart, die auf jeden Fall Spaß macht. Emma war großartig. Emma hat wirklich viel Geschick bei den kurzen Schlägen mitgebracht, hat toll gepattet, hat tolle Annäherungsschläge gemacht und theoretisch, das hat sie nun nicht ganz so gesehen, auch wirklich gute lange Schläge gemacht. Da sind ihr ein paar wirklich sehr, sehr gut gelungen. Tja, da habe ich mein erstes Loch im Golf gespielt, ne? Zwar kein Paar, aber ist ja erst der Anfang. Ja, mein erster Trainingstag beim Golfen war, glaube ich, ganz erfolgreich. Also es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es ist vor allem unglaublich schwierig, was ich irgendwie doch nicht gedacht hätte. Und ich sage natürlich danke an Philipp, dass er so ruhig geblieben ist mit mir und mir alles gezeigt hat. Und danke für den Tag. Sehr, sehr gerne. Mir hat es viel Spaß gemacht mit dir. In jedem Fall bringst du viel Talent mit. Das Gemüt kann man ein bisschen zügeln, weil in der Tat man am Anfang ein bisschen Geduld braucht, um das zu erlernen. Aber trotzdem hast du viele gute Schläge gemacht. Es hat mich sehr gefreut, dass dir das Spielen vorstellen konnte. Also, wenn ihr auch Bock auf Golf habt, kommt vorbei. Tschüss.